Ja, gerade in Bezug auf Offenheit und Verständnis fällt mir in diesem Zusammenhang die Kunst ein. Kann die Kunst eine Brücke oder die Möglichkeit sein, völlig neue Wege zu gehen und regelrecht zu erleben? Kunst, selbst wenn sie vermarktet wird, es gibt ja eine Kunstindustrie, die von Künstlern befördert wird. Und selbst in diesem Bereich ist es wie eine Art Spielfeld. Das heißt, der Mensch, der schöpferisch tätig ist, kann sich ausprobieren. Er kann mit sich und mit anderen Erfahrungen machen, was alles gestalterisch, schöpferisch möglich ist. Es gibt kaum einen gesellschaftlichen Bereich, in dem dieser schöpferische Impuls, den jeder Mensch in sich hat, derart stark ausgelebt werden kann, ausprobiert werden kann, wie im Bereich der Kunst. Und dieses Spielfeld in Anführungszeichen ist ein ganz wichtiger Erfahrungsbereich, A, um seine eigene schöpferische Kraft erfahren zu können und B, etwas für andere Menschen, zu erschaffen, was wiederum auf deren Bewusstsein zurückwirkt. Das heißt also, das ist ein Lernfeld, ein Spielfeld, wo sich der Mensch ausprobieren kann. Kunst hat schon immer Impulse in die Gesellschaft hineingebracht, in verschiedenster Form, und hat ja letztlich einen sehr, sehr großen Beitrag zu dem geleistet, was wir Kultur nennen. Das heißt, es ist auch ein wichtiger Schritt in der Menschheitsentwicklung gewesen, die Künste, die nämlich gleichsam eine Veredelung des irdischen Menschen vorgenommen haben. Und das wiederum war Grundlage für weitergehende Entwicklungsprozesse, die dann mehr mit Bewusstsein, Spiritualität, Religiosität und so weiter zu tun haben. Ja, läuft der Mensch, der sich ein spirituelles Leben sehnt und wünscht, nicht auch so ein bisschen Gefahr, dass er einen gewissen spirituellen Ehrgeiz entwickelt? Oder vielleicht in eine ganz andere Richtung jetzt mal gedacht, sich vielleicht um seine spirituelle Entwicklung auch sorgt? Ja, wer einen spirituellen Weg geht, wird am Anfang alles das, was er als Persönlichkeit an Fähigkeiten, Kompetenzen, Kräften hat, wird er für diesen Weg einsetzen. Und irgendwann wird er merken, dass auf dem spirituellen Weg die persönlichen Fähigkeiten und Eigenschaften zwar nützlich sind, im Sinne von Hilfsmitteln, im Sinne von Werkzeugen, so wie der Mensch eben Werkzeuge und Hilfsmittel benutzt, aber dass letztlich die Kernsubstanz, nämlich dieses unfassbar undefinierbare Geistige im Menschen, das lässt sich nicht zwingen. Das bedeutet, dass wir uns eingestehen müssen, ab einem bestimmten Punkt als Persönlichkeit mit allem, was ich darstelle, was ich kann, was ich mitbringe, was ich einsetze, dass ich damit an eine Grenze komme, die ich nicht überschreiten kann. Und wenn wir jetzt ein Bild nehmen, ich kann einen Samenkorn auch nicht zwingen, in 14 Tagen eine wunderbare Blume zu werden, sondern jedes Geschöpf, jedes Lebewesen hat einen eigenen Entwicklungs- und Wachstumsplan, und der geschieht genau in der Art und Weise, in der und der Zeit. Und ich muss diese Zeit und diese Entwicklung zulassen. Das bedeutet, dass ich nach und nach auf dem Weg zu einer gewissen Gelassenheit kommen kann, weil ich innerlich weiß, es wird sich genau das entwickeln und vollziehen, was im Kern schon angelegt ist. Und die Natur macht es ja vor. Wir müssen uns nicht darum kümmern, dass die Bäume im Frühling grün werden oder dass aus der Blumenzwiebel dann die Tulpe wächst. In diesem Sinne ist es auch mit dem geistigen Potenzial des Menschen, dass wenn wir gleichsam zurücktreten und sagen, ich beobachte diesen Wachstums- und Entwicklungsprozess, dass sich dann am ehesten dieser Prozess auch vollzieht. Warum zeigt sich uns das Leben in dieser Welt so bewegt und krankhaft? Wenn man untersucht, wie die Welt funktioniert, dann kann man erst einmal feststellen, dass es in jedem Lebensbereich zwei Pole gibt. Das heißt, zwei Punkte, die sich gegenüberstehen,
die zusammenhängen, die man nie getrennt wird erleben können, erfahren können. Die Zweipoligkeit zeigt sich sowohl in der Natur als auch im Menschen. Und dieses Gesetz zwingt den Menschen, wie den Sisyphus, immer wieder von vorne zu beginnen, weil es nichts Beständiges gibt, etwas, was einmal gemacht wurde, dann steht es fest und es bleibt so. Sondern wir können feststellen, dass alles im Fluss ist, dass ein beständiger Wandel sich vollzieht und der Mensch aber ein Beharrungsvermögen hat, also die Vorstellung hat, was einmal geworden ist, muss doch auch so bleiben. Und zweitens gibt es die Erfahrung, dass der Mensch unvollkommen ist, dass er sterblich ist und dass sozusagen die Vollkommenheit in irgendeiner Form, der Mensch selbst oder auch das, was er erschafft, dass diese Vollkommenheit nie eintritt, nie zu erreichen ist. Das dritte Element in dieser Kette wäre das menschliche Ego, das sich gegen Wandel stellt, das sich eben in Selbstbehauptung zeigt, in Konkurrenz gegenüber anderen Menschen, gegenüber anderen Egos. Und diese Mischung ist sozusagen der unbekömmliche Cocktail für die Menschheit. Und deshalb können wir eben das beobachten, was hier genannt wird, die Welt ist krankhaft und was ist eigentlich los mit der Welt. Gibt es nicht auch Bemühungen und Hilfe, das zu kompensieren oder zu neutralisieren? Die Beobachtung, dass die Welt sich auf einer abschüssigen Bahn bewegt, dass es degenerative Prozesse gibt, sowohl weltweit, aber auch bei einzelnen Menschen. Diese Beobachtung führt ja dazu, dass Anstrengungen unternommen werden, dagegen anzuarbeiten, das auszugleichen, zu Lösungen zu kommen. Da aber die vorher beschriebenen Gesetzmäßigkeiten, dass eben jeder Mensch auch egoistische Ziele verfolgt, dass der eine Pol das Gute verwirklicht, aber der andere Pol gleichzeitig das Negative vermehrt, dass es einen beständigen Wandel gibt, dass nichts feststeht, dass man sich gleichsam wie auf einem schwankenden Schiff im Ozean befindet. Diese Verhältnisse, diese Gesetzmäßigkeiten verhindern, dass die menschlichen Anstrengungen, die Lösungen, die die Menschen gegen den Niedergang, gegen die Degeneration entwerfen und sie auch versuchen umzusetzen, dass das alles letztendlich an den Gesetzen dieser Welt wieder scheitert. Und was man vielleicht wohlmeinend sagen kann, dass sich das Gute und das Böse in der Welt die Waage halten. Aber wie gesagt, die Beobachtung geht eher in die Richtung, dass je mehr der Mensch gegen das Böse, gegen die Degeneration ankämpft, desto mehr verrennt er sich auch in Selbstbehauptung zum Beispiel, die aber nur wieder Krieg oder Gewalt produziert. Und so ist es ein Kreislauf nach unten, der im Grunde auf dieser Ebene, auf der wir normalerweise leben, nicht aufgehalten werden kann. Einstein sagt ja schon, dass Probleme nicht auf der Ebene gelöst werden können, auf der sie entstehen. Das bedeutet also, dass wir die materielle Ebene mit unseren gewohnten Methoden, Strategien und Vorgehensweisen, dass wir diese Ebene verlassen müssten, um bestimmte negative Erscheinungen in der Welt zum Beispiel neutralisieren zu können. Und diese höhere Ebene kann nur in Form von Kräften, mit Hilfe von Kräften geschehen, die eben sozusagen auf einer Ebene höher angesiedelt sind. Und das ist, wenn man es verkürzt auf einen Begriff, das können nur geistige Kräfte sein, die der Mensch für sich nutzen kann, wenn er sie A erkennt und wenn er B sich mit diesen Kräften verbindet, dann kann er sie auch anwenden. Ja, interessant. In dem Zusammenhang fällt mir ein der Begriff Paradigmenwechsel. Wenn wir jetzt uns anschauen, was bedeutet eigentlich Paradigmenwechsel, dann schließt sich das fast unmittelbar an die Frage, welche Lösungen
hat die Menschheit, um die Probleme der Welt zu lösen oder zu beseitigen. Paradigmenwechsel würde bedeuten, genau das, was gerade gesagt wurde, dass nämlich gefragt wird, auf welcher Ebene gibt es überhaupt eine Lösungsmöglichkeit für die Menschheit. Paradigmenwechsel wäre, wenn sich das Denken und das Bewusstsein des Menschen von der rein materiellen Ebene erhebt auf die Ebene des Energetischen, des Feinstofflichen, des Arbeitens mit Kräften, die nicht von dieser Welt sind. Und wenn man zurückgeht auf das Wort Paradigma, dann könnte man das so beschreiben, dass die gesamte Lebensführung der Menschen, das bedeutet ja auch ihr Handeln, ihre Gefühle und das Denken, dass sich das in jedem Lebensbereich verändert und die bisherige Lebensform der Menschen und die Vorgehensweise, wie Menschen leben, wie sie ihr Leben organisieren, dass das sich verändert. Dass also dieser Wechsel sehr, sehr grundsätzlich ist, dass er fundamental ist, dass er sozusagen die ganze Basis der menschlichen Existenz verändert wird. Und das würde bedeuten, dass die Wege, die Lösungswege im Außen sich verändern zu Lösungswegen im Inneren. Das ist also eine grundsätzliche Neuorientierung im Menschenbild und in der Weltanschauung, die dann letztendlich so einen Paradigmenwechsel verursachen können. Ja, wie ist es mit den jüngeren Generationen? Kommt den jungen Menschen in dieser Welt nicht auch eine besondere Aufgabe zu? Denn ihr Denken ist ja offensichtlich noch nicht so geprägt und kristallisiert, ne? Es sieht so aus, dass junge Menschen anscheinend die Fähigkeit haben, Dinge schneller zu verstehen und darüber hinaus aber auch durch ihre Reife, die sie offensichtlich schon mit ins Leben bringen, in der Lage sind, ganz andersartige Lösungen zu sehen, zumindest daran zu arbeiten, dass diese jüngeren Generationen, die X-, Y- und Z-Generationen, dass die am ehesten in der Lage sind, ihr Leben zu hinterfragen, aber auch Visionen zu entwickeln und dadurch für sich selbst und die nachfolgenden Generationen auch eine andere Umwelt, eine andere Welt gleichsam erschaffen. Denn der Gedanke ist ja der Ausgangspunkt für alles das, was dann kommt, nämlich die Handlung. Und wenn man sagt, es geht nur so oder so, dass dann junge Menschen sagen, wir probieren alles, was es gibt. Es gibt sowohl als auch. So könnte man vielleicht die jüngeren Generationen charakterisieren. Und denen ist, glaube ich, unbewusst klar, dass es ein Potenzial gibt, was die Menschheit nur zu einem Bruchteil bisher ausgeschöpft hat und dass, wie die Quantenphysik ja betont, die Möglichkeiten, die da sind, dass sie die auch versuchen zu nutzen.